Juana Prieto kämpft um ihr Leben. Sie hat eine Lungenentzündung und ist Corona-positiv. Die 62-Jährige ist eine von 140 Covid-Patienten in diesem Krankenhaus in der Stadt McAllen. Die Intensivstationen sind überfüllt. Die meisten Erkrankten sind an Beatmungsmaschinen, die Überlebenschancen gering. Es ist bedenklich. Ich glaube, das ist erst der Anfang und ich fürchte, die Situation hier wird noch viel schlimmer. Juana Prieto und ihr Mann sind bereits durch die Hölle gegangen. Ihre 35-jährige Tochter ist vor einer Woche an Corona verstorben. Es gibt keine Worte, unseren Schmerz zu beschreiben. Wir haben unser einziges Kind verloren. Auch in anderen Krankenhäusern in Texas eine ähnliche Situation. 20.000 Neuinfektionen verzeichnete der Bundesstaat allein in den vergangenen 48 Stunden. Texas war vor anderthalb Monaten vorgeprescht und hatte Bars, Restaurants, Geschäfte wieder geöffnet. Masken trug kaum jemand. Jetzt zahlen die Krankenhäuser den Preis. Es ist eine schreckliche Entscheidung. Welchen Patienten helfen wir und welchem nicht? Für viele kann nichts mehr getan werden. Gestern starben in Texas 98 Menschen an Corona.